Hades Tod gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaidze, bekannt als Hades. Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Dieser Blick. Größtes stehendes Militär. Ich glaube, das gefällt ihm sehr gut. Ich habe ja so meine Vermutungen, aber lassen wir das erstmal. Utopie, Neubagdad, Irak, 9. November 2059. Und damit herzlich willkommen zum Advanced Warfare Let's Play der Kampagne. Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was ich... Alles klar. Ich auch. Es geht bestimmt um diesen komischen Chip, den wir von Hades bekommen haben. Und vielleicht bestätigt ihr... Servus! Vielleicht bestätigt ihr irgendwas meine Theorie. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Schicker Laden, aber wie sagt doch der Bäckermeister zu seinem Lehrling? Bagdad. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Ah, das war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Ja, ich fürchte, das wird nicht passieren. Ich habe ja meine Theorie. Aber ich behalte die erstmal für mich. Aber es ist, denke ich, naheliegend. Also das war schon von Anfang an mein Gedanke eigentlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Hier rein. Wo ist Ilona? Lauf doch mal. Was jemand, ah, da ist Ilona. Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Hut synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn Seht alles? Seht einfach zu. Das ist was Irons, denn? Oh, hier. Geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Weg. Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA hat einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Wow! Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hat er es uns gegeben. Und wir wissen, dass es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort! Aber schnell! Oh nein! Upsi, wir wurden entdeckt. Verdammt. Los! Na, scheiße. Versuch war's wert. Wir haben alles gesehen. Alles. Na, Sie alles. Von den Angriffen. All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt. Ein Monster.
Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Da hat wohl einer einfach keine eigene Meinung. Verräter. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir, in 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Okay. Los! Los, jetzt! So. Und weg hier. Aber zuerst... Oh, der ist schon tot. Alles klar. Wir müssen hier raus. Sofort. Ja, dann lauf doch. Zum Fahrstuhl. Wer sind Sie? Mein Freund. Prophet, weiter. Die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfangen. Wir Endstation. Die Türen, verdammt. Aha. Moment. Oh. Ihr müsst zum Dach klettern. Wir brauchen den Magnetgriff. Dann schnell hoch. Sie aktivieren einen Drohnenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, lauf, lauf, lauf. Weg! Ah. Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Einfach hier rennen. Rüber. Aua. Los. Ah, doch nicht da rein, okay. Dann Feinde. Ich überbrücke die Tore. Lauf über das, über das Geländer. Wir sind hier im 4. Stock. Na los. Lauf, 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 lauf. Renn. Oh Gott, lauf. Ja. Boah, coole Aktion. Oh, scheiße. Ich fasse mal zusammen. Wir flüchten gerade vor unserem eigenen Arbeitgeber, vor der eigenen Organisation und werden befreit von einem Typen, von dem wir nicht mal wissen, wer er ist. Ah ja. Dann wird's aber Zeit. Schnell hier hoch. Endlos Luft haben die nämlich nicht. Das haben sie bei den Anzügen wohl vergessen einzubauen. So, öffnen. Ih, Licht. Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Ah ja, guter Plan, ja. Wir suchen die ganze Stadt nach uns ab. Keine Bewegung. Auf den Boden. Da. Auf die Knie. Atlas-Truppen. Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Da sind sie. Vorrücken. Vorrücken. Ah. Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Oh je, oh je, oh je. Oh, das ist Ilona. Scheiß Atlas-Anzüge. Ist aber auch irritierend hier. Ich hab sie entdeckt! Da sind sie! Hast du gar nicht. Los, los, los! Ist halt wieder Ilona getroffen, das gibt's doch gar nicht. Da. Wo? Oh, der hat sich verzogen, okay. Kopfschuss! Wo? Oh, vorne! Da ist Ilona. Ey, das war doch ein Kopfschuss. Warum werde ich denn... Warum kriege ich den nicht als solchen angerechnet? Okay. Der lebt ja noch da hinten. Ja, okay, ich laufe ja schon. Guter Plan. Oh. Wo schießt sie denn hin? Ich geh mal hoch. Kontakt! 12 Uhr! Wo
Von wo? Okay, los. Da müssen welche sein, oder? Ja, da ist einer. Tot. Nochmal hier abdecken, nicht, dass da irgendwer von hinten kommt. Zu den Docks. Zu den Docks, du sagst es so einfach. Da sind viele Granate rein. Scheiß auf Zivilisten. Ach Mann, Ilona. Ja, ich hab's ja gemerkt. Die ist so doof, die ist immer im Weg. Ja, lauf doch. Ich laufe, was tust du? Oh. Gleich zwei Gegner, sind die tot? Ach, das ist wieder Ilona, ey. Alte. Nicht mal abdecken kannst du. Da hockst du schon im Weg rum und dann kommen da Feinde. Und sie tut nichts dagegen. Zu den Docks. Die Docks sind Bremsen wäre was gewesen, ne? Wow. Da schießt es auch schon wieder. Oh je, Granate. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Eine Granate nach der anderen. Overdrive. Oh, Granate. Die leben ja noch. Was für ein Ding? Oh, oh je. Ach, das war hier so ein... Da am Ende des Docks wartet ein Boot. Ein Kampfrobo, aber das war eine gute Idee mit dem Overdrive. Machen wir jetzt nochmal. Aua, Granate. Ja toll, sterben kann man natürlich trotzdem. Scheiße! Okay, wir machen es anders. Am Ende des Docks wartet ein Boot. Granate rein. Erstmal wieder weg. Ja, ja, Aktivität. Noch eine rein. Also darüber vielleicht. So. Jetzt Overdrive. Junge, triff halt mal was. So. ASD, Achtung! So, und jetzt haben wir hier EMPs. Oh, Alter, ein ganzes Magazin. Oh, scheiße, das war die falsche Granate. Ist tot. Oder kaputt, oder wie man es auch nennen mag. Mitchell, steig in das Boot. Ins Boot, ins Boot, ins Boot. Feinkontakt, wo? Ach, leck mich doch am Arsch, weißt du was? Ich gehe jetzt. So. Sagst du jetzt? Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Kletterhaken? Oh je. Ich glaube, wir sollten gehen. Den Kanal runter. Wie war ich das Ding? Des Geschäftszentrums. Linke Maustaste zum Fahren. Zum Beschleunigen. Also echt geil, dass sie bei jedem Fahrzeug eine andere Steuerung einbaut. Okay, tauchen. Ah, cool. Fahr schneller! Versuch's ja. Aber in der Kurve muss ich das Tempo rausnehmen. Los, los! Okay. Doch ist alles gut. Oh, scheiße. Raketenerfassung, tauchen! Was? Raketenerfassung, tauchen! Angriff, tauchen! Scheiß Raketen! Tauchen! Oh, ich nehme mir gerade alles mit. Scheiße. Ich habe voll die Orientierung verloren gerade. Raketenerfassung. Tauchen. Achtung. Junge, bleib halt mal unten. Wieso geht der immer wieder hoch? Ihr seid gleich da.
Wo sind wir gleich? Taxi. Was seht ihr da? Ja, wo würde ich auch gerne wissen. Ah. Scheiße. Weiter. Runter. Und nochmal. Okay. Wow. Mitchell, Ilona, könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter. Können wir nicht einmal ein Fahrzeug standesgemäß abstellen? Wahrscheinlich nicht. So macht es natürlich viel mehr Spaß. Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Alles in Ordnung, ja. Wie sollen wir darauf kommen? Setz den Haken ein. Den Haken? Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Ah. Yay. Für den Kletterhaken über uns. Das hat jetzt echt was von Assassin's Creed. Weiter nach oben. Wohin? Ach, hier. In Deckung! Boah, ich bin hängen geblieben, das ist natürlich scheiße. So, warte. Wir haben keine Granaten mehr, auch nicht schlecht. Oh, da! Gott, da ist ein Warbird! Okay, jetzt ist er weg. Na, von wegen! Weg! Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal geschafft, eine Granate zurückzuwerfen, ohne dass sie in der Hand explodiert. Oder sagen wir es anders, ohne dass ich dabei draufgehe. Kopfschuss. Auf die Container achten. Ja. Und durch. Fast geschafft. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Weiter nach Ach, hier. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Nein. Muss die mir den Weg blockieren? Fast geschafft. Das war jetzt unnötig. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Weiter nach oben. Gut, kletter du zuerst. So, und jetzt gehe ich da hoch. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Sauerei, ey. Schmeißt die mich hier wieder runter. Wir brauchen den Magnetgriff. Magnetgriff. Immer schön auf die Dame mit dem osteuropäischen Akzent hören. Sonst könnte das böse enden. Da lang. Ich finde diesen Slang ja eigentlich total cool, ne? Also irgendwie, weiß ich, das hat was. Los, rauf mit Frauen auf die zu reden. Irgendwie anziehend, ich weiß auch nicht warum. Fallen lassen über die Hochbrücke! Freunde hinter den Paletten! Paletten! Okay, ab nach unten. Ja, toll. Okay. Okay, einer noch. Zeig dich. Zeig dich. Ja, guter Junge. Und weiter. Wieso lebt er noch? Was bist du denn für einer? Ja. Komm, regenerier dich so, weiter. Ich sehe dich aber nicht. Was bist du denn? Da hockt einer. Tot. Ein Glück haben wir das ganze Magazin verballert an dem Idioten. Zu dem Kran und an ihm rüber. Klettern. Vorsichtig. Wie, da sind noch Gegner. Scheiße. Doink, doink, doink. Spring, Mitchell! Was? Ah, hier, Leertaste. Yeah! Ah, scheiße! Halt dich fest, Mann! Naja, passt. Ja? Du kennst doch Cormac. Deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Warbird! Oi, oi! Scheiße, Gideon. Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei, kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung! Rein da! Jetzt! Wie, Gideon hilft uns? Vielleicht ist er doch kein Verräter.
Danke, Mann. Und danke euch fürs Zusehen. Für ein Level-Up hat es dieses Mal nicht gereicht. Dann würde ich sagen, warte mal, was steht da? Sie und Ilona konnten mit Hilfe ihres alten Truppenführers Cormac aus Neubagdad entkommen. Sie werden zur Nachbesprechung an einen unbekannten Ort gebracht. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute. Es lief einigermaßen gut, würde ich mal sagen. Und ja, mal sehen, wie es in der nächsten Mission läuft. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.